Halbmast. Seit heute Mittag ist es fix, die beiden Linzer Erstdivisionäre LASK und FC Linz werden zum neuen Verein LASK Linz fusioniert. Ab kommender Saison wird es damit nur mehr einen Linzer Großclub geben. Für die FC Linz-Fans ist der heutige Tag damit ein trauriger Tag. Diese Unterschrift ist das Ende. Eine 51 Jahre dauernde Rivalität am grünen Rasen ist vorbei. Der FC Linz verschwindet. Mehr oder minder, als Name ja. Ich habe schon Training gehabt. Mir druckt das Essen schon wieder raus. Aber ich stehe zu dem. Ne? Ich bin ja der Herzblau-Weißer. Und so ist es. Ne? Und wehmütig denkt mancher auch zurück an bessere blau-weiße Zeiten. Zum Beispiel an 1969, als hier im Linzer Stadion das erste heiße Stadtderby lief. Damals, als der Laskplatz noch einem Western vorähnelte und der blau-weiße SK Vöst gegen den österreichischen Meister und Cupsieger von 1965 0:5 unterging. Es hat sehr viele schöne Zeiten gegeben. Wenn ich mich zurückerinnert, das 3:2 gegen die, ich will den Namen nicht sagen, ne? Die, was jetzt das übernommen haben. Unvergessen auch die großen Vöstjahre Anfang der 70er. 1974 der bislang einzige Meistertitel. Im Meistercup jubeln die Vöst-Fans über ein 0:0 gegen den großen FC Barcelona. Wenn Kreuz, Milanovic, Ulmer und Co. in den Derbys aufgeigen, stürmen die Fans das Stadion, das mehrmals sogar polizeilich wegen Überfüllung gesperrt werden muss. Das Lachen vergeht den blau-weißen Fans in den 80ern. 1988 steigt Vöst nach 19 Jahren in der ersten Division ab. Anfang der 90er sind die Blau-Weißen nicht nur auf Tor, sondern auch auf Sponsor- und Namenssuche. 1991 der FC Stahl, ab 1993 jubelt man als FC Linz. Gerüchte über eine Fusion werden laut. Die Fans demonstrieren vor 2 Jahren sogar gemeinsam in der Linzer Innenstadt gegen das, was heute schließlich doch passiert ist. Wir haben immer zu einer gehört. Wir sind ja noch auswärts nachgefahren. Tausende Kilometer. Ich glaube, ich bin 2 Mal rund um die Erde gefahren, wenn ich alles zusammenrechnet. Und jetzt soll einmal auf einmal alles aussehen. Mein ganzes Leben geht nie wieder dafür. Ja, die Fans sind traurig. Im Studio begrüße ich jetzt den Mann, der beim FC Linz das Sagen hat, Franz Grad, grüß Gott. Was werden Sie beim LASK Linz jetzt sein? Welche Funktion haben Sie da? Dasselbe wie bisher, nur etwas stiller. Noch stiller. Noch stiller. Und ich begrüße den Mann, der das Fusionspapier ausgearbeitet hat, den Linzer Anwalt Dr. Eduard Sachsinger. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Dr. Sachsinger, präzisieren wir es gleich. Was bringt der FC Linz in diesen Fusionsclub ein, der jetzt LASK heißt? Aus meiner Sicht sehr viel. Vor allem jetzt einmal eine sehr gediegene Jugendarbeit. Wir alle wissen, dass in der U16 5 Nationalspieler aus dem Bundesleistungszentrum des FC Linz waren. Eine sehr gute Infrastruktur und was ich auch in den Gesprächen der letzten Wochen bemerkt habe, ein sehr engagiertes, sehr engagierte Funktionäre, die, und so hoffen wir, auch im gemeinsamen Verein entsprechend aktiv sein werden. Was geschieht mit dem Profikader? Ja, das wird die sportliche Leitung entscheiden, welche Spieler von jeder Mannschaft im nächsten Jahr für den gemeinsamen Verein spielen werden. Aber rein rechtlich sind jetzt alle FC Linz-Spieler künftig LASK-Spieler? LASK-Spieler, richtig, ja. Herr Graz, Linz will also eine Konzentration der Fußballkräfte damit erreichen. Ist das eine Kapitulation vor dem sportlichen Misserfolg des FC Linz? Oder anders gesagt, wenn der FC Linz, sagen wir, Vierter oder Fünfter wäre in der Tabelle, gäbe es dann auch diese Fusion? Sie mit Sicherheit. Dann wäre es noch viel leichter. Wenn wir beide erfolgreicher wären, wäre die Fusion noch viel leichter. Ja, das ist sicher auch schon gekommen. Ja? Mit Sicherheit. Es ist unsinnig, was wir jetzt machen. Sie waren LASK-Mitglied. Sie sind der Mann im Hintergrund, der große Mann im Hintergrund beim FC Linz. Sie haben also bestimmt kein Problem mit dem Vereinsnamen LASK. Was sagen Sie zu den Sorgen der FC Linz-Fans? Haben Sie mit ihnen Kontakt aufgenommen? Doch, wir haben also, ich muss sagen, sehr viel Kontakt gehabt in den letzten 10 Monaten und gerade in den letzten Wochen wieder, weil es ja nicht so besonders sportlich gut gegangen ist. Und ja, das ist sicher, im Moment ist das ein trauriger Tag für uns alle. Jetzt zum LASK kommen, nehme ich an. Aber ich finde, wenn beim LASK, sprich dieser gemeinsame LASK jetzt, das muss man ja jetzt wirklich unter LASK Linz führen, Erfolg hat, dann werden wir auch die versöhnen können. Herr Dr. Sachsinger, haben Sie auch mit den Linzer Stadtpolitikern in dieser Frage Kontakt gehabt? Nein. Das war eine Entscheidung, die
sehr stark von den wirtschaftlichen Perspektiven getragen war. Es ist ja aber Unsinn. Hat man jetzt nicht mehr Chance, dass man mehr Sponsorgelder bekommt? Das ist klar. Also das ist sicher etwas, was im Hinterkopf immer mitgespielt hat und mit dem man natürlich rechnet. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist so überraschend und so kurz gegangen und es musste in einem sehr kleinen Kreis verhandelt werden, dass Sie auch die Politiker nicht einmal gefragt haben. Ja, es gibt jetzt nur mehr eine größere Anzahl von Personen nicht involviert werden sollte. Es gibt jetzt noch die Trainerfrage, die zu lösen ist. Wir haben aber gehört, der Präsident Rieger legt sich fest auf Friedl Rausch. Es gibt allerdings die Gerüchte, wonach etwa die Konstantin in der Linz kommen könnte. Meine Herren, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Das Kommen ins AEC-Studio.